liebe mitbewegte Freundinnen und Freunde, vor gut einem Jahr, am 5. März 2013, hat sich der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG dem politischen Druck aus Berlin gebeugt und auf Antrag seines Vorstands den unsäglichen Beschluss gefasst, Stuttgart 21 weiterzubauen. Uns empört, dass unsere Stadt hier mit Steuergeldern in zweistelliger Milliardenhöhe zerstört wird für einen brandgefährlichen Kleinstadtbahnhof. Und das ist unvorstellbar schwerwiegender als die Steuerhinterziehung, für die Uli Hoeneß jetzt in den Knast wandert. Ja, Gott sei Dank. Unser Zorn entlädt sich seither vielfältig. Besonders eindringlich mit der Strafanzeige wegen Untreue und Betrug gegen die Bahnchefs Grube, Käfer, Aufsichtsräte und Profalla sowie mit dem neuen Bürgerbegehren gegen den Bahnbetrug. Zum Stand der Strafanzeige. Zunächst hatte die Berliner Staatsanwaltschaft die Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt, weil der Weiterbau von Stuttgart 21 niemanden geschädigt habe. Hielt der angerufene Generalstaatsanwalt nur noch ein vorsätzliches strafbares Handeln der Beschuldigten für fernliegend. Dies begründete er damit, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hätten die bahnseitigen Berechnungen über Einsparpotenziale und Ausstiegskosten für plausibel erklärt. Plausibel heißt so viel wie nur widerspruchsfrei, nicht auf Wahrheit geprüft. Also stelle man sich vor, in einem Mordfall würden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen deshalb unterbleiben, weil der Täter widerspruchsfrei ein Alibi nur behauptet. Das wäre glatte Rechtsbeugung. Daher haben wir Anzeigerstatter Peter Conradi, Dieter Reicherter und ich vor 2 Wochen weitere Beschwerde eingelegt, damit endlich die Bahnchefs, Aufsichtsräte und ihre Profallas gegen sie ermittelt wird. Doch darüber. Wir sind also dicht dran, aber darüber entscheiden die Staatsanwälte. Anders, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Situation bei den Bürgerbegehren, da klagen wir unsere Rechte im Streitfall vor Gericht ein. Und die Stadt darf hier kündigen, selbst wenn die Bahn nicht arglistig, sondern nur einfach zu blöde, falsch gerechnet hatte. Mehr noch, das Bahngeständnis, dass sie treuwidrig jahrelang Milliarden Euro Mehrkosten verschwiegen hat, ist für das Gericht verbindlich, sodass wir bei einer Klage auf Zulassung des Bürgerbegehrens sehr gute Chancen haben. Heute heißt es nun, die Bahn ziehe die vertragliche Sprechklausel und habe Land und Stadt 2 Sondierungsgespräche über die ungesicherten Milliarden Euro Mehrkosten vorgeschlagen. Damit sind unsere Bürgerbegehren nachweisbar weder verfrüht noch verspätet, sondern ganz genau richtig. Das gibt uns Auftrieb, zumal der Stuttgarter Gemeinderat für eine Mehrkostenübernahme selbst den Bürgerentscheid gefordert hat. Darauf weist OB Kuhn treffend hin. Land und Stadt dürfen nun auf keinen Fall umfallen, sonst würden sie den jahrelangen Lug und Betrug der Bahn auch noch belohnen. Nun, einige tausend der nötigen 20.000 gültigen Unterschriften fehlen uns noch. Aber der größte Teil ist gesammelt. Herzlichen Dank für diese tolle Leistung
allen unermüdlichen Helfern. Unersetzlich ist dabei die Mahnwache, die heute seit 44 Monaten, selbst im Winter, für die gute Sache steht. Gratulation! Erinnern wir uns jetzt der Stärke unserer Bewegung und schaffen wir den bestmöglichen Endspurt der Bürgerbegehren. Gegen jeglichen berechtigten Frust der vielen Stuttgart 21 Gegner gibt es kein besseres Heilmittel, als mit dem Unterzeichnen der Bürgerbegehren das zu tun, was das Projekt zu Fall bringen kann. Sprecht mit den Leuten, dass eine Minute Zeit dafür mitentscheidend beitragen kann. Und wo Gespräche zwischen uns bisher noch zu kurz kamen, lasst sie uns zielbewusst miteinander führen. Wir sind jetzt wirklich in einem Boot und brauchen unser aller Kraft, um rechtzeitig ans andere Ufer zu kommen. Das Ziel sollte sein, in den nächsten 6 bis 8 Wochen, auch im Zeichen der Kommunalwahl, alle verfügbare Kraft für das Gelingen der Bürgerbegehren einzusetzen. Schaut auch auf die Infostände der Parteien, wie sie damit umgehen. Die einmalige Chance der beiden Bürgerbegehren ist gerade jetzt sehr gut zu vermitteln. Sprechen wir also Freunde, Bekannte, Nachbarn und Freunde und Fremde freundschaftlich darauf an. Die nötigen Unterschriftslisten mit Pappunterlagen für Sammlerinnen werden Bereitwilligen auf dieser Demo ausgehändigt. Genauso Zettel für Mitmachaktionen am Mittwoch und Freitag dieser Woche. Hier wird auf der rechten Seite sind Helfer gefragt, die sich beteiligen, und es werden Zettel verteilt. Und bekannt ist auch, dass Google am Freitag dieser Woche bei dieser berühmten Taufaktion um 15 Uhr sein wird. Ja, bleiben wir also dran, hier alle Kraft einzusetzen. Es gibt auch noch, wird auch noch eine Aussprache mit dem Aktionsbündnis geben. Das konnte aber heute aus terminlichen Gründen nicht sein, wird verlegt werden. Zum Schluss, lasst uns stark sein im Einsatz für die Unterschriften der Bürgerbegehren, denn das wiegt jetzt enorm. Wir stellen die Weichen zum Ausstieg. Oben bleiben.